Und die Besonderheit ist, dass es jetzt eine Einmalkappe gibt. Diese lässt sich wunderbar von oben raufsetzen und muss nur noch mit einem Finger von oben festgedrückt werden. Damit sitzt die Kappe gut drauf. Das kann man noch mit zwei Fingern testen, indem man einmal vorsichtig zieht und merkt, die Kappe sitzt und man so wunderbar arbeiten kann. Für die Reinigung gibt es auch noch ein besonderes Spülsystem. Das sehen Sie hier. Ich habe einen Draht vorgeschoben und dann haben wir mit einem CRE-Ballon, also der auch von 12 bis 15 mm, den haben wir gewählt vom Boston Scientific, eine Sphinctroplastie durchgeführt. Die Sphinctrotomie war zwar nicht so klein, aber die Entfernung der Steine ist wesentlich einfacher. Das braucht man nicht, um jetzt eine Cholangioskopie durchzuführen, aber nach Fragmentation ist es einfacher, die Fragmente zu entfernen. So, die Fragmentation soll erfolgen natürlich unter cholangioskopischer Kontrolle. Und hier habe ich die große Freude, die neue Generation vom SpyScope einzusetzen, SpyScope DS mit dem digitalen Bild. So, und jetzt gehe ich weiter vor. Und Sie sehen, ich habe jetzt hier die Rädchen fixiert, ich spüle und wir müssen jetzt gleich an die Läsion kommen. So, da ist der Stein. Hier oben sitzt der Stein. Und zwar kann sein, dass der partiell aus dem Zystikus in den Choledochus perforiert. Ich gehe jetzt mal weiter vor. Der sitzt unterm Hilus und das ist ein langer Zystikus. Und jetzt müssen wir sehen, ob der Stein so einstellbar ist, dass wir den zertrümmern können. Spülen. Jetzt aber. Jetzt sind wir schön drauf. Unter Wasser, ja? Oder unter NaCl. Da sehen Sie die Ringe, ja? Ja, sehr schön zu sehen jetzt. Ja. Vier Ringe. Der Stein ist etwa 4 Jahre alt.